Zuerst die Bauern, grüß euch die Buben. Ich bin unterwegs mit Max. Durchschlagsbunny ist on point, das heißt, wir sind wieder mal unterwegs am Wasser, am wunderschönen Transee. Auf jeden Fall werden wir da jetzt einmal unser Zeug, unser Kajak und Packraft aufbauen und dann paddeln wir auf die Insel, wo ich schon mal geschlafen habe. Das war eines meiner ersten Videos in YouTube. Ja, ich würde sagen, auf geht's. Auf geht's, ja. So, Boot ist fertig aufgepumpt. Da hinten haben wir die Luftpumpen. Da haben wir ein bisschen Holz. Gleich da. Zigarren natürlich. Darf nicht fehlen. Mein Sitz. Gemütlichkeitsfaktor über 1000. Da habe ich noch ein paar Campingutensilien drin. Schlafsack und so. Sessel. Und jetzt geht es da ab. Zum Traunsefiere. War es ganz schön schwer jetzt. So. Reiche mir das Zepter, Max. Bitte. Ja. Mach ich glatt. Schön. Danke. Sekunde, ich finde das Jahrtausend. Ja, ich wollte gerade sagen, zwei Kameras laufen. Also ist wurscht. Ich bin trocken, Max. Ja. Also ich muss sagen, der Sitz ist echt gemütlich. Der hat sie wirklich in sich. So, treffen wir Max noch, beziehungsweise wir filmen ihn. Das kann nicht sein. Das ist Scheiße. Da ist das Essen drin. Warte, ich glaube, ich habe da ein Ei hinten. Das ist echt schwer. Du hast da ziemlich wenig Luft wieder rein, da was ich sehe, gell? Was? Da ist schon wieder ziemlich wenig Luft drin. Schon? Ja. Yeah. Das schaut schon wieder aus wie ein Schnecken. Wie ein Nacktschnecke, hat der Bruder. Macht voll den Knick da. Das ist wirklich sehr angenehm. Gut. Vielleicht Kamera und sowas, ne? Das so zwischen die Füße? Ja, ich habe wirklich Angst, dass ich sie demnächst. Max, heute ist kein Alkohol im Spiel. Oh doch. Ja, spät. Heute ist Alkohol im Spiel. Ja, nachher dann aber erst. Ja, wenn wir auf der Insel sind. Ja, das ist. Gut ist, ja. Dann. Gehen wir es an, oder was? Dann legen wir los. Ja, ab geht's, würde ich mal sagen. Raus ans offene Meer. Aha. So, da sieht man jetzt, also von den Traun, genau da mündet sie jetzt in den Traunsee. Da färbt sie richtig. Da hinten, da muss man aufpassen, da ist ein ziemlich guter Ölgang. Da hinten pennen wir aber, da ist unser Intro. Offenes Meer! Ja, aber wirklich. So haben wir auch die Kugel auf und da aufgefahren. Ja, aber wirklich. Wir müssen ein bisschen auf den Max warten mit seinem Panzer, der braucht ein bisschen länger als wie ein Kajak. Der Gesichtsausdruck sagt alles. Ja, nix, ich hab nur mit der Kamera, mit den Zuschauern geredet. Der Max. Was ist, wenn man zur Insel paddelt? Ja. Warte, ich komm näher. Wenn man zur Insel paddelt. Ja. Und mal alles aufbauen. Dann nur das Boot schnappen. Rüberfahren zum Traunstein. Aufklettern. Ja, ja, ja. Gleich ein Bier trinken. Mhm. Vielleicht ein paar Kirschen oder was. Ja. Wieder runterklettern, rüberfahren und dann verschlafen. Wir könnten das da. Skatersteckset nehmen. Das nehmen wir als Schlauch, Sauerstoffschlauch für die Höhe. Aber ich glaube, das lassen wir. Ich glaube, wir machen einfach mal eine chillige Tour, weil wir müssen eh schon wieder schauen, dass wir die trocken kriegen. Aber du sprichst ja gerade schon wieder selber an. Ja, die haben wir es auch gemacht. Paddelt sich ja noch da mit seinem Packraft. Wie ein Duracell-Mantel. Irgendwann wünschst du es dir nicht, wirklich nicht. Irgendwann geht's. Ist das vorbei? Ja. Ich
sag's mal so, wie es ist. Es gibt zwei Punkte, die kritisch sind. Deinen, den haltest du da. Und den anderen, der haltet die Kamera. Und dieser Punkt bei der Kamera, der ist immer kritisch. So, jetzt sind wir dann da am Felsen entlang zu unserer Insel paddeln, dass wir es nicht verpassen. Ich weiß nicht, ob man es im Video hört. Oh, der Wind geht ziemlich heftig, man sieht es am Wellengang. Eine ziemliche Tortur da. Der Max, dann geht es natürlich noch schlimmer mit seinem Packraft. Ich weiß gar nicht, ob man den so sieht. Also, da vorne ist er. Ja. Und Packraft ist natürlich nicht so angenehm wie mit einem Kajak. Max, alles okay bei dir? Ja, ja. Ganz schön anstrengend mit dem Packraft, gell? Ich bin heil rausgekommen. Schaut mal auf Max, dann zeigen wir euch die Insel. Ich zeig euch das jetzt. Naja, trocken wird nichts mehr, weil ich bin eh schon waschen muss. So macht man das eigentlich, passt auf. Aussteigen. Es ist ja so viel Luft drin bei Max im Boot. Das ist professionell, wie so. Ja, es schaut eh sehr gut aus. Genau so macht man das. Also das nächste Mal, wenn ihr mit dem Packraft unterwegs seid, dann genau so. Schaut darauf, dass ihr es genauso macht. Ja. So, angekommen auf der Insel. Beide trocken halbwegs. Jetzt zeige ich euch die Insel. Da haben wir unser Wohnzimmer, Sitzecke, ja, alles da, alles gepolstert natürlich. Da hinten sind die Toiletten. Da war noch ein Pizzaofen. Und ein Schlafzimmer, genau. Schlafzimmer war halt dann da, Hängematte. Also, was immer mehr. Ist wieder richtig gemütlicher Tag-Abend. Wir haben was Feines mit zum Köcheln. Können wir dann genießen mit diesem Ausblick. Ehrlich. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir uns einmal Bratnachs, oder? So, die Hängematten wird so aufgehängt mit dem T-Strap. Dann wird das da rüber zum anderen Baum geben. Ein bisschen ausdrehen. Hingehängt. Und passt schon. Danach soll es ein bisschen zum Regnen anfangen. Das heißt, dass wir dann ein Tarp drüber spannen werden. Und dann so rein. Einmal, zweimal. Dasselbe Spiel da herum. Jetzt kommt da so rüber und wird dann hier so da entgegengespannt. Und dann werden wir so rüber. Zack, und schon. Und schon hängt die Hängematte. Perfekt. Wieso, was ist jetzt? Der Ernst? Also, wie kann man so blöd sein? Wie kann man so blöd sein? Das ist bestimmt nicht nur Materialfehler, gell? Wir gehen jetzt langsam einmal ein. Oh ja, das ist eindeutig Materialfehler. Ja, aber vom Feinsten. Aber anderes Material, ja? Das Tab da drüber gespannt. Riecht immer nur noch Speck. Von meiner ersten Tour, wie ich es eingeweiht habe. Im Winter. Da Max, ich mache einen Probeliger. Ja. Schauen, ob irgendwas reißt oder was. Man wird auch unterwegs sein. Ja. Ich würde an dieser Stelle interessieren, ob ihr auch Hängematten-Liga seid oder eher unten am Boden oder gar nicht draußen am Pennen ist und sich einfach nur so meine Videos anschaut. Schreibt es bitte unten in die Kommentare, würde mich interessieren.
So, da haben wir einen Schlafsack rein. Dann sind wir mal fertig da. So, wie ihr seht, unsere Setups sind fertig. Ich sage euch kurz, Max, sein provisorisches Dachel. Wenn es regnet, naja, ich weiß nicht, ob er trocken bleibt, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen kleiner, das Tab. Hängematten, das ist wie ich, nur ein bisschen kleiner. So schaut das dann bei mir aus. Da unten ist noch eine Isomatte. Ja. Also wir sind gegen Wind und Wetter geschützt. Hoffen wir zumindest. Ja. Können wir da noch so Feuerholz vorbereiten, damit wir dann grillen können. Also da richtig schön gemütlich machen können. Kurz Fleische haben wir mit. Alle 6 zu 9. Max, du machst es so toll. Schon, gell? Schau mal, wie futzt da hinten ist. Das stellen wir jetzt auf. Und dann ankerst du deine. Mit deiner Wucht. Wie in dieses Holz. Ja, weil mit der Axt, das ist sicher gut gewesen. Das ist ja eine Spaltaxt, wie es im Buche steht. Ja, genau. Hauen wir drauf mit irgendwas? Mit dem da? Zum Spalten. Mit dem? Klar. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Ja, genau. Geht schon? Sein Tool ist am Werk. Das kann nicht gut gehen. Die Naturensöhne von Österreich. Also, tut sich da überhaupt irgendwas? Nein. Na gell. Warte. Dann dreh dich. Das funktioniert aber nicht, Max. Nein. Nix. Nein. Alter, der ist schwer, der Scheiß. Das geht nix. Ja. Da haben wir ja schon was. Nee. Wir sind fast durch. Das ist ja kein Spaltachs, das kannst du vergessen. Das wirkt scharf. Geht's in Deckung? Ja? Muss ich langsam vorne. Ja. Morgen sind wir fertig. Du kannst ihn zersägen. Ja, das ist nämlich so das nächste. Oder so. Im Blättchen, was? Vergiss es, mit der Axt niemals. Ich weiß nur schon, wo der ist. Der ist ja nur feucht. Schau mal, wie futztrocken der ist. Ja. Oh ja, schau, spaltet sich schon. Ja, dann weiß ich auch nicht. Das, vergiss es, das geht nicht. Nein, das war eine dumme Idee. Das werden wir es folgendermaßen machen. Scheißen wir auf das Feuer jetzt und machen am beim Kochen einfach gleich ein Feuer. Wir hungern quasi jetzt einfach. Ja, hast du schon Hunger? Ja. Verrasen. Wir haben ja nichts gemacht. Na ja, schau mal auf die Uhr, das ist eh schon. Ja. Bitte, 14.30 Uhr. Es ist 14.30 Uhr. Ich sehe das jetzt schon. Stell dir mal vor, wir machen jetzt das Feuer. Stell dir mal vor, wir essen jetzt alles. Mhm. Stell dir mal vor, wie wir um 22 Uhr spätestens rennen, dass wir schon wieder nichts zum Essen haben. Also, du hast so viel mitgenommen und ich habe so viel mitgenommen, dass wir drei Tage lang. Drei Tage was zum Essen haben. Schau, ich meine, ich kann mal so anbieten. Nein, okay, du zuerst, dann mein Vorschlag. Mach deinen Vorschlag. Mein Vorschlag ist, wir suchen nur mehr so viel wie jetzt, mindestens. Mindestens! Das wird nicht passieren. Was mit der Erde, oder? Nee, es gehört ja. Sollen wir uns ein bisschen auf Feierholz besuchen? Wir hören einen Zehner. So, wir haben jetzt da genug Feierholz gesammelt, hoffentlich. Und wir werden jetzt einmal da
das Feuerchen starten, damit wir da mal unsere Würsteln köstigen können. Warte, Max. Hm? Ja. Ui. Da legen wir mal wegen auf der. Ja, dann haut er auf der Pfanne. Ja, jetzt geht ein bisschen ein Knick. Mhm. So, dann schauen wir mal, ob das was geworden ist, das Deck. Ja. Mhm. Ja, das schmeckt richtig Bombe. Weil wir so verfressene Hunde sind, gibt es jetzt nur einen Teller. Teller Nummer 3. Schnappkühl. Ui. Noch essen, oder? So eine 30 Rumregel, ja. Aus dem das Fett hat dafür gesorgt, dass es abgefedert wird, schau. So. Komm, Spaß, das ist nichts um. In Not. Wow. So, jeder nimmt sich auch. Passt, der Rest kein Bier, gell? Ja, genau. Wir genießen so lang, wie es jetzt noch geht, am Lagerfeuer. Problem ist nur, es ist jetzt ganz kurz vor 20 Uhr. Und ja, da sollte man normalerweise gemunden sein. Tut man nicht. Weil da vorhin schon so verregnet. Und da, oder? Kommt auch was auf uns zu. Und der Wetterbericht sagt, dass die nächsten 2 Stunden 10 Liter pro Quadratmeter runter hat. Und jetzt sieht man das. Da, sieht man. 10 Liter. Mhm, die nächsten 2 Stunden. Es kann lustig werden, besonders für Max, weil der hat jetzt gerade nicht den besten Aufbau für seinen Tab. Also der wird einmal fix nass in seinen Hängematten. Der versucht da jetzt gerade noch irgendwie das Beste draus zu machen. Max, hast du noch irgendein Statement? Shit happens. Keine Ahnung, ob man das sieht, aber die Wellen, die sind jetzt auch so riesen groß, der Wind geht extrem, es regnet schon, es blitzt, es donnert. Gute Nacht. Max! Ja. Alles okay? Ja. Was ist denn? Brauchst du Hilfe? Eigentlich schon, aber es ist egal, weil ich krieg's noch nicht auf. So, aber wir melden mich noch, bevor ich ins Bett gehe. Wir haben jetzt, schauen wir mal, 21.32 Uhr. Im Wetterbericht steht, es regnet noch weiter, mindestens 2-3 Stunden so. Also, wirklich nichts mehr mit dem Raussitzen und gemütlich sein. Ja, ich schaue, dass ich jetzt pennen kann und hoffe, dass ich bis morgen trocken bleibe. Also, ich hoffe, wir hören sie morgen und nehmen wir irgendwie mittendrin einmal. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben 8 Uhr, Punkt genau sogar. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Ich mag das voll, wenn es so raschelt am Tag. Aber es hat mir ziemlich lang weiter geregnet. Aber halb so wild. Es hat zwar ein bisschen reingetropft, ja, aber nicht erwähnenswert. Ja. Jetzt werde ich mal gemütlich aufstehen und mir ein Frühstück machen. So, jetzt bin ich auch heraus vom Schlaf, aufs Schlafsack und Hängematte und inspiziere im Max sein Nachtlager. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Max trocken geblieben ist. Max, kannst du bitte mal den Zuschauern erklären, wie der Nacht war, wie sie angefangen hat? Ja, angefangen hat es recht bescheiden. So. Bin ich aber drauf gekommen, dass das Fußende, wo ich gelegen bin, höher ist als das
Kopfende, wo ich eigentlich liegen wollte. Und jetzt wäre ich so gelegen. Das wäre keine schöne Nacht gewesen. Deswegen habe ich versucht, mitten in der Nacht aufzustehen im strömenden Regen mit T-Shirt und Socken und den T-Strap nach hinten zu ziehen, dass ich wieder so gerade liege oder so liege. Alter, ich bin nass geworden. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Bis in die Unterhosen. In jede Ritzen war Wasser. Wie der Molder? Ja, ja, ja. Wie der Molder. Nur, dass es sich durchgehend bewegt hat, das Wasser. Und den T-Strap habe ich nicht mehr aufgebracht. Der hat sich so verkämmt, dass ich, glaube ich, 5 Minuten lang versucht habe, mit aller Kraft das aufzumachen. Dementsprechend habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, auf der Seite zu liegen, wo es halbwegs offen war, weil ich dachte, es geht vielleicht. Dann hat sich aber das Tab verabschiedet und hat sich noch weiter nach vorne gezogen. Dadurch war ich schon fast ein Drittel offen und habe halt einfach den Tropen die Kapuze drüber gezogen und ich war gleich durchgehend, hat es tropft in mein Gesicht. Die ganze Hängematte ist nass, der ganze Schlafsack, nur innen im Schlafsack war es nicht nass. Also das war, okay. Das war meine Leidensgeschichte. Und jetzt versuchen wir, dass wir Feier zusammenkriegen, damit wir uns was kochen können. Eier mit Speck. Eier mit Speck, die haben wir uns verdient. Ja, das haben wir uns wirklich verdient, aber sowas von. Max? Ja? Mahlzeit. Mahlzeit. Das schaut richtig fein aus. Ja, voll. Ich bin auch schon hyped. So, wir haben sich da jetzt ein wenig verplappert. Es ist mittlerweile 11 Uhr. Jetzt haben wir im Wetterbericht geschaut, es fängt nachher wieder zum Regnen an. Das heißt, wir werden jetzt einmal unser Zeug packen und dann wieder langsam Richtung Auto paddeln. Nicht, dass wir wieder nass werden. Also ich habe kein Problem, weil ich eine Regenjacke habe. Naja, schauen wir mal. Packen wir mal zusammen da den Schmarrn. Oder ich weiß nicht, was der Max da jetzt noch tut. Ich mache mir jetzt noch einen Kaffee. Schon wieder? Ja, ich will noch einen haben. Es kocht eh schon das Wasser. Ja, das ist korrekt. Soda mit Himbeeren. Wir haben alles wieder fertig abgebaut. Den Platz haben wir so verlassen, wie wir gekommen sind. Wir haben dort das restliche Feuerholz noch überlassen für die nächsten, was kommen. Da waren unsere Tabs. Schauen wir mal, ob wir wenigstens vergessen haben. Aber schaut ganz gut aus. Max, bist du bereit? Ich bin ready. Jawohl. Legen wir los. Stechen wir wieder in den See. Ja. Heute haben wir ein ruhiges Gewässer. Wie es ausschaut. Einmal im Leben, ja. Naja, dann beenden wir in diesem Sinne auch das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei Max vorbei auf seinen Kanal. Nicht schon addicted. Lasst ein Abo, Like, Kommentar. Das ganze Spiel kennt ihr eh. Jeder Creator freut sich über Feedback, wurscht ob positiv oder negativ. Man kann allem lernen. Ja, wir paddeln da jetzt wieder zurück zum Auto. Heute ist nicht so windig wie gestern. Richtig chillig heute. Tut sich der Max wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher in seinem Packraft. Und ich sag, ciao, wird euch, bis zum nächsten Mal. Wer kommt denn da daher? Aber da. Ich bin so nass, Alter. Wie ist denn so Fuß aufwärts mit dem Packraft zu paddeln? Super ist das. Ich glaube, was anstrengender ist, habe ich selten gemacht. Oh. Oh fuck. Oh, immer noch wieder. Ich bin gefahren wie ein Trottel. Und man merkt so. Oder denkst du so, ja, schießt mich jetzt eigentlich zurück oder komme ich auch weiter?
es ist wurscht, oder? Man kommt da nicht gescheit zu, gell? Ich komm so von der Sonne trocken raus. Hilft eh nichts. Das kann nichts werden. Ah ja, ich sitze voll in der Pfütze. Entweder ich oder das Boot. Einer von beiden wird jetzt gleich im Wasser liegen. Das Boot liegt schon im Wasser. Ich meine verkehrt. Achso. Ja, so wie es haben wir. Ah ja, ah ja. Das ist kalt. So hast du das auch probiert, oder was? Na scheiße. Alter, ich stehe voll im Sumpf. Aber voll. Ja, du wärst schon nass. Ja. Aber ich freue mich schon auf die Heimfahrt. Super, Max. Ich finde auch, dass ich das super gemacht habe. Rennt der Kamera überhaupt? Ja. Der blinkt nichts. Ah ja, scheiße. Ach, scheiß doch drauf. Das ist wieder so klar. Meine Schuhe ist waschelnass, Alter.